Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Wir sind gerade vom Strand zurück, wir waren in der letzten Folge beim Strand und bevor wir irgendwas machen, ich brauche von euch wieder Seitenvorschläge für unser schönes Namensbuch, wenn die Kinder dann im nächsten Part schon, wir gucken mal, sie ist jetzt schon im zweiten Trimester. Okay, es könnte vielleicht schon im nächsten Part passieren, vielleicht aber auch erst im übernächsten Part. Also haut mir in die Kommentare Seitenvorschläge. Zwei Zahlen brauche ich von euch. Die erste Zahl von 1 bis 45 oder 48 und die zweite Zahl unbegrenzt, wie ihr lustig seid, damit wir wieder ein paar schöne Namen für unsere neuen Kinder haben. So, und jetzt müssen wir mal ganz schnell uns um die kleinen Kinder hier kümmern. So, ab ins Bett. Du hast noch ein Hüngerchen. Wie heißt denn du? Halwig. Lea, bitte einmal die Halwig baden. Halwig muss gebadet werden. Okay. Die Beatrix hat Hunger und muss schlafen. So, da hast du hier ein paar Äpfelis in deinem Gepäck und ein paar grüne Erbsen. Und die haust du dir in die Kusche und fertig ist. Und dann gehst du schlafen. So, die Arntrud. Wo ist sie? Ich sehe sie gar nicht. Oh nein. Die arme Maus. Guckt sie euch an. Die hat sie einfach draußen schon hingelegt. Guck mal, wir haben hier ein schönes Bett. Leg dich mal schlafen. Die Dorothea fühlt sich ein bisschen unwohl. Die geht jetzt auch mal schlafen. Guck mal hier ab, hoch ins Doppelstockbett. Wer wünscht sich das nicht? So, Lea, du badest jetzt hoffentlich dein Kind. Perfekt, es funktioniert. Sehr schön. Dorothea geht schlafen, dann geht's ihr gut. Die Ottilia, der gebe ich dann gleich nochmal was zu essen. So, die Halwig, die muss dann ganz schnell schlafen gehen, wenn sie fertig gebadet wurde. Die Beatrix, die schläft schon. Und die Arntrud, die geht gerade ins Bett. Und die sollte aber auch noch mal ein bisschen was essen. Okay. Uff, haben wir es gleich geschafft. Irgendein Kind weint hier die ganze Zeit. So, Lea, wie siehst du aus? Du gehst mal ganz fix schnell duschen. Schnell geht nicht, dann geh einfach nur duschen. Und dann nimmst du dir mal ein paar Reste. Beziehungsweise hast du ja in deiner Tasche... No, ich hab's doch eingesteckt. Du hast doch was gegrillt. Na toll. Dann musst du leider was kochen. Ich würde vorschlagen, damit du nicht mehr so viel abspecken musst, essen wir jetzt nur noch Salat. Gibt jetzt einfach nur noch Salat. Okay, sie schläft jetzt auch. Okay, alle Kinder schlafen. Uff, ein Glück. So, wollen wir dann mal eine neue Kuhpflanze uns besorgen? Oh nein, was steht hier? Diese galaktische Schönheit ist ausgezeichnet als Nahrungsquelle. Zum Knuddeln und für lebenslange Freundschaften geeignet. Zieh den Neid der Nachbarschaft auf dich. Denk nur dran, sie zu füttern. Nun, das haben wir vielleicht einmal vergessen. Aber Butler, ganz ehrlich. Aber der Patchy hat sich doch immer um sie gekümmert. Patchy, was war da los? Bist du doch da? Oh, wir können hier mal wieder ernten. Das werden wir mal machen, dann haben wir ein bisschen Gemüse. Bitte alles ernten. So, dann spule ich mal so lange vor. Sie ist traurig, weil sie einen Freund verloren hat. Wer ist dann verstorben? Also sie ist einmal der Lucas Jones ist verstorben. Florent kannten wir schon. Der Donis ist verstorben, oder? Der war doch letztens noch da bei uns. Oder der Don? Oder der Willi? Der Willi ist verstorben. Schade, dass es hier nicht steht, wer verstorben ist, ne? Nun gut, Lea, lass es dir schmecken. Bist ja schon fertig, dann gehst du mal ernten. Und dann werden wir ein Buch weiterschreiben. Da kommt jemand zu Besuch. Wer ist es? Unser Kind. Komm rein. Oder auch nicht. Hier ist wieder irgendein Fehler. Achso, Lea ist noch am Ernten. Das dauert natürlich ein bisschen, bis sie hier alle... Da können wir was weiterentwickeln. Hier können wir was weiterentwickeln. Glitzert noch mehr? Nö. Doch, hier glitzert noch was. Einmal weiterentwickeln. So, okay, ich glaube, das reicht. Lea, das ist ja ein bisschen anstrengend, was du hier machst. Ab, runter und weiterschreiben. So, Lea, magst du weiterschreiben? Oder gerade nicht so? Okay. So, ich hoffe, die Kinder sind so lange ruhig, ne? Aber sie war doch mit dem Buch schon fast fertig, oder? Täusche ich mich da jetzt? Na gut, wir gucken einfach mal, was hier passiert. So, Lea ist gerade fertig geworden. Perfekt. Und da ist nämlich schon wieder ein Kind gerade aufgestanden. Ach so, es ist die Dorothea. Okay, dann kann ich auf weiterklicken. Was für eine Errungenschaft. So, was ist es denn geworden? Ausgezeichnet. Sie hat jetzt schon lange keinen Bestseller mehr geschrieben. Dann verkauft es doch mal an den Verlag. Dann haben wir nämlich nur noch vier Bücher, die wir veröffentlichen müssen. Perfekt. Das wird ja langsam. Dann können wir das Buch des Lebens schreiben. Und Lea, die wird in 16 Tagen zum Rentner. Aber ich glaube, wenn wir das Bestreben erreicht haben, dann können wir sie auch einfach zum Rentner werden lassen. Wir haben 8.000 Simoleons Kindesunterhalt bekommen. Der Geburtstag von Ethila naht. Oh mein Gott. Hier ist ja was los. Lea, du gehst mal... Achso, du isst schon. Okay. Dann danach gehst du schlafen.
Die Dorothea, die ist auch schon was. Die sieht recht gut aus. Also, die Dorothea, die müssen wir heute auf eine 1 bringen. Okay, das wird sie nicht schaffen. Aber ist nicht schlimm. Es ist 5 Uhr. Wenn sie fertig ist mit Essen, dann schicke ich sie mal auf Klöchen. Oh Gott, was erzählt sie? Lea, nimm dir was zu futtern. Ach, sie isst schon, aber ich sehe es nicht. Nimm dir mal ein paar Reste und dann gehst du schlafen. Vielleicht kannst du ihr einmal den Florong schmeicheln und dann gehst du schlafen. Okay, oh Gott, meine Kinder. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Da habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet, dass die auch noch Hunger hatten, bevor ich sie ins Bett geschickt habe, ne? Oh je. So, hier auch. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bitte nicht wegnehmen, mein Kind. Bitte nicht wegnehmen. Ich kümmere mich schon. Ich kümmere mich schon. Oh Gott, und die kleine Maus auch. Oh je, hoffentlich. Hoffentlich, esst ihr alle schnell was. Entschuldigung, könnt ihr euch. Bitte. Bitte, ich habe euch hier allen Gemüse reingesteckt. Ganz schnell. Bitte ganz schnell was essen. Komm, nicht in die Windel machen. Iss, iss, ich will nicht. Oh Gott, es ist uns noch nie passiert, dass uns jetzt hier jemand weggenommen wird, ne? Oh mein Gott. So, Lea, du hast doch was geerntet. Steck das doch mal bitte bei den Kindern ins Inventar. Die Arntrud braucht noch ein bisschen was. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, du bist soweit satt. Du bist soweit satt. Du könntest noch was vertragen. Okay, und die Ottilia, die braucht auch noch ein bisschen was zu essen. Uiuiui, jetzt bin ich aber. Uff. So, Lea, du solltest schlafen gehen, bitteschön. Bist du mich richtig dolle müde? Es ist gleich 7 Uhr. Die Dorothea ist topfit. Meine Lieblingsserie fängt gleich an. Also sollte ich nach Hause gehen, Florent. Was erzählst du denn da? Also jetzt mal ehrlich. Wir wollten mal gucken, irgendjemand hat doch heute. Nee, morgen. Haben die. Sehr schön, dann haben wir 2 Kleinkinder weniger. Perfekt. So, das stecken wir mal in den Kühlschrank. So, wenn die Lea ein bisschen geschlafen hat, dann muss sie mal ein bisschen ihre Kinder baden. So, es ist gleich 8 Uhr. Dann gucken wir mal, dass die Dorothea zur Schule geht. So, Dorothea, streng dich an. Wir erwarten viel von dir. Tschüssi, hab viel Spaß. So, sie wird jetzt mal fleißig lernen. So, die kleinen Stinker hier. Lea, du hast ein bisschen geschlafen. Wir werden jetzt alle Kinder baden. Baden. Einmal die Beatrix. Los geht's. Das wird wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. So, Lea, kriegen wir es hin, dass du dein Kind badest? Achso, jetzt habe ich ausgerechnet das Kind genommen, was noch nicht stinkt, aber ist egal. Wie die aussehen, die Kinder, ey. Meine Güte. Können wir ganz schnell diesen Tag rumkriegen, dass ich die Kinder älter werden lassen kann? Okay, Nummer 1 hat nicht funktioniert. Lea, bitte noch einmal. Kind baden. Los. Das wird hier wieder dauern, bis Dorothea von der Schule zurück ist. Dann nenne ich den heutigen Part Babys baden. Wie geht das? Oh, wir müssen unsere Rechnung bezahlen. 7.000 einfach. Und wir haben von unserem Stromkollektor nur 127 plus bekommen. Was soll denn das? Jetzt mal ernsthaft. Du sollst bitte dein Kind baden. Unfertige Hausarbeit. Das stimmt schon mal gar nicht. Die Dorothea hat sich echt Mühe gegeben. Als Dorothea zum Unterricht geht, fällt ihr plötzlich ein, dass ihre Hausarbeit heute fällig ist. Sie starrt auf die Arbeiten ihrer Mitschüler, die sich bereits auf dem Lehrerpult stapeln. Sie müsste nur ein paar Minuten alleine mit den Arbeiten sein. Soll sie versuchen, die Arbeit eines Mitschülers abzuschreiben oder die Wahrheit gestehen? Es kann doch nicht sein. Die hat jetzt so gut vorgearbeitet. Wenn ich mich jetzt für das Falsche entscheide, dann wird sie nicht besser in der Schule. Also ich würde jetzt die Wahrheit sagen. Und hat es irgendwas gebracht? Wir haben Tantiemen bekommen. Leistungsverschlechterung. Toll. Der Lehrer bedankt sich bei Dorothea. Ja, danke für nichts oder was. Für ihre Ehrlichkeit und notiert eine 6 neben ihrem Namen. In Zukunft wirst du nichts mehr vergessen, sagt er grinsend. Oh, in your face, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Lea, kannst du jetzt mal bitte dein Kind baden? Es kann nicht sein, dass du das nicht hinkriegst. Nora, kannst du uns bitte helfen? Ich krieg's nicht geschissen, meine Kinder zu baden. Ach komm, Lea, es kann doch nicht sein, dass du so verbuggt bist hier. Es funktioniert nicht mit dem Baden. Tut mir echt leid. Komm, geh schlafen. Ah, meine Fresse. Also, guck mal, du stehst hier direkt neben mir. Achso, du musst ausgerechnet. Du musst nicht gebadet werden. Kannst du bitte deine Schwester fragen, ob sie dich baden kann? Kriegen wir es hin? Oh, wie sie aussieht. So, können wir hier sie bitten, uns zu baden? Funktioniert es? Bitte lass es funktionieren. Steht jetzt hier noch jemand davor? Nee, okay. Es scheint zu funktionieren. Nora, wir setzen alle Hoffnung in dich. So, sonst sehen die, okay, sie hat. Achso, sie. Ja.
Nee, sie kriegt's nicht hin. Kriegt sie nicht hin. Mann, oh. Ja, ich weiß, meine Kinder sind. Ich weiß es. Nora, bitte. Oh, sie kriegt's auch nicht hin. Domenica, kriegst du es gebacken? Domenica, bitte lauf nicht weg. Bitte, bleib hier. Sie rennt sofort weg und denkt sich, Hilfe, nein. Bitte nicht die Kinder. Okay, Lea, wir müssen es jetzt nochmal probieren. Kannst du bitte einmal die Halbig baden? Das ist jetzt genau die, die nicht gebadet werden muss, ne? Okay, also nicht die Halbig. Halt, stopp. Manu, bitte einmal die Beatrix baden. Lea, bitte. Los, Lea, steh nicht. Ja, genau, komm hierher. Ja. Jetzt Kind in die Badewanne stecken. Oh, perfekt. Ich sag doch, das dauert so lange. Jetzt hat sie die aber nicht fertig gebadet. Sie ist doch immer noch dreckig. Warum denn? Oh, Manu. Bitte. Steck das Kleinkind da rein. Los. Bitte. Arntrud ist sehr hungrig. Mann. Oder war das die Arntrud? Ach du Scheiße, jetzt hatte ich die falsche genommen. Okay. So, hier gibt es auch noch ein Hüngerchen. So, sie wird jetzt aber gerade gebadet. Okay, sie ist jetzt gleich durch. Oh mein Gott, ich bin auch gleich durch, ne? So. Okay, Lea, Kind Nummer 1. Halt, stopp. Bevor du irgendwas tust, du wirst jetzt baden. Die Kleine mit den Bömmeln wird jetzt gebadet, okay? Kriegen wir es hin? Lea, kriegen wir es hin? So, jetzt zur Badewanne gehen, ja. Und rein ins Wasser. Perfekt. So, die Dorothea ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Das wird sie doch direkt mal in Angriff nehmen. Hat sie dann wenigstens eine 2 bekommen? Okay, super, sie hat eine 2 bekommen. Dann wird sie hier gleich mal vorsichtig beginnen zu arbeiten. Okay, die Ottilia hat jetzt Hunger. Sie wird gerade gebadet. Danach isst sie mal ein bisschen was. Okay, es läuft. Dauert ein bisschen, aber es läuft. Uff. Okay, also, die Halbig muss noch gebadet werden. Die Beatrix ist soweit. Kommt rein. Leute, ich kann gerade nicht, aber kommt einfach rein. Oh Gott, wir müssen hier noch. So, Ottilia? Super, du bist gebadet, du isst jetzt. Halt, stopp, halt, stopp. Bevor es weitergeht, die Ahntrut muss jetzt gebadet werden. Baden, einmal die Ahntrut baden. Lea, es tut mir leid, ich weiß, du hast Hunger, aber es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Wenn wir die Kinder verlieren, haben wir einfach einmal. Ist die Challenge einfach. Nee, ist ein herber Rückschlag für uns. So, und dann stecke ich dich ins Bett. Okay, so. Lea, kriegen wir es hin? Was ist mit dem Butler los? Gehst du bitte weg von unserer Badewanne? Wir müssen da jetzt hin, dringend. Butler, kannst du bitte unsere Gäste hereinbitten? Du hast eine Aufgabe, ehrlich. Lea, schaffen wir es? Perfekt. Uff. Das ist echt ein bisschen anstrengend hier mit den Kindern. Okay, also. Die Beatrix. Die geht ins Bett. Die sieht ganz gut aus und schläft jetzt. Die Halbig. Die muss noch gebadet werden. Die Othea. Die geht jetzt auch ins Bett. Die sieht auch gut aus. Und wir baden jetzt gerade die Arntrud. So, ich spule mal vor. Dann isst sie gleich noch ein bisschen was. Okay, und dann stecke ich sie auch ins Bett. Und jetzt fehlt nur noch die Halbig. So, Lea, bitte einmal baden. Die Halbig baden. Oh mein Gott, Kleinkinder sind so anstrengend, ne? Und die Dorothea hier ganz allein an ihrem Schulprojekt. Süß. Sie sieht auch noch ganz gut aus. Wann ist denn dein Projekt fertig? Okay, Lea, das hat wieder nicht funktioniert. Bitte einmal baden. Die halbe ich. Los. Zinsen verdient. Lea hat diese Woche 10.000. Lea, wie machst du das denn? Wie geht das? Okay, es wurde jetzt die Abstimmung veröffentlicht. Was ist denn daraus geworden? Oh, wir müssen noch die Rechnung bezahlen. Es hat sich nichts geändert, oder? Förderung kreativ. Das war doch alles schon. Naja, denn ist es so. Okay, das letzte Kind ist auch gebadet. Perfekt. So, die schicke ich dann nämlich auch direkt ins Bett. Und dann können wir uns um die Lea kümmern. Die hat Hunger. Dann werden wir uns mal ganz schnell ein paar Reste nehmen. So, und bevor sie dann zu müde ist, hoffe ich, dass wir mit ihr auch mal ein bisschen noch was machen können. Okay, Dorothea, bist du schon fertig? Wie lange dauert denn dieses Projekt, bitte? Okay, Lea, bevor du schlafen gehst, möchte ich, dass du dein Buch noch zu Ende schreibst. Ach so, haben wir schon zu Ende geschrieben? Dann fang doch mal bitte ein neues Buch an. Und die Dorothea, wie lange braucht sie denn für dieses Schulprojekt? Weil sie muss ja noch ihre Hausaufgaben machen. Okay, sie hat's fertig. Kannst du ganz schnell noch deine Hausaufgaben machen? Das ist ja cool. Hat sie einfach so eine Burg gebaut? So, ab ins Inventar. Ach so, sie muss erstmal auf Klöchen. Okay, geh erstmal auf Toilette und nimm dir ein paar Reste. Und dann machst du noch schnell die Hausaufgaben zu Ende.
Uff, das war jetzt echt anstrengend. Okay, Lea, du bist im. Ach du Schreck, im nächsten Part kommen die Kinder. Odo, okay, also bevor die Kinder kommen, muss ich hier aufhören zu spielen, ne? Jetzt habe ich nicht geguckt, um wie viel Uhr. Ach du Schreck. Also, was wir jetzt in diesem Part noch schnell machen, wir warten, bis es Mitternacht ist und dann lassen wir die Ottila und die Hallwig altern. Die haben nämlich morgen Geburtstag, da. Am Dienstag haben sie Geburtstag. Wir warten noch bis Mitternacht, so lange spule ich noch vor. Wir müssen nur aufpassen, dass die Hallwig, die, oh Gott, jetzt bringe ich schon die ganzen Namen durcheinander, dass die Dorothea ihre Hausaufgaben zu Ende macht. Das ist das Einzige, was wir noch erreichen müssen, damit sie auf Level 1 kommt. Und jetzt schreit hier schon wieder ein Kind. Warum schläfst du nicht? Wo bist du? Hey, wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Hallo? Ach, da. Oh Gott, wie süß. Hi. Was machst du da drin? Geh mal schlafen. Du kleine Maus, du gehst bitte auch schlafen. Okay, Dorothea hat die Hausaufgaben fertig. Es ist 23 Uhr. Ich möchte, dass sie noch die Zusatzaufgaben macht. Ich weiß, es ist schwierig, aber es muss sein. Wir brauchen einen Teenager hier im Haushalt. Es ist einfach zu anstrengend. So, Lea. Oh Gott, sie ist ja gleich mit ihrem Buch fertig. Hör mal. Dann spule ich mal noch schnell. Husch, husch, husch. Okay, sie ist fertig, aber es ist wieder kein Bestseller. Egal, wir veröffentlichen das noch schnell. Kannst einmal die Post holen und an Verlag verkaufen. Ausgezeichnet. Und dann geht's los. Unser schöner Geburtstagstisch. Jetzt hat sie die Kuchen noch nicht gebacken, den neuen, aber gut. Butler, Nummer 1, wie siehst du aus? Nummer 2, hier steht ganz viel dreckiges Geschirr rum. Könntest du dich bitte bemühen? So, öffnen. Nein, wo ist der Kuchen hin? Och, es kann nicht sein. Jetzt muss ich hier noch einen Kuchen backen. Sie ist doch schon todmüde. Sie fällt mir doch um. Ehrlich. So, Lea, back jetzt mal bitte. Jetzt geht ihr weg. Butler, also wirklich, dich habe ich gefressen. Ganz ehrlich. Und nein, wir müssen aufpassen, dass die Kinder nicht kommen. Ich habe noch keine Namensvorschläge von euch. Lea, beeil dich. Beeilung. Beeilung. Ich werde mal vorsichtshalber speichern, weil ich weiß nicht, ob wir das Spiel verlassen können, wenn sie in den Wehen ist. Oh Gott, wir haben noch gar keinen neuen Kerl am Start. Oh mein Gott, es läuft alles schief. Also, stopp mal hier eben. Dorothea, du warst ganz fleißig und du gehst jetzt bitte schlafen. Es ist 1 Uhr nachts, du musst morgen in der Schule fit sein. Los, ab! So, Lea, ich hoffe, du kriegst es noch hin, diesen Kuchen zu machen, bevor du einschläfst und bevor du die Kinder wirfst. Beatrix ist sehr hungrig. Ach du Schreck, ach du Schreck. Ich krieg die Krise mit den Kindern. Der Kuchen ist fertig. So, Lea, bitte ganz schnell Geburtstagskerzen hinzufügen. Hat hier noch ein Kind Hunger? Ja. Lea, du sollst Kerzen hinzufügen. Lea, bitte mach, was ich dir sage. Bitte, ich weiß, du bist müde. Nein. Wehe, der Butler tut jetzt hier irgendwas. Mit dem Kuchen. Lea, bitte. Lea, bitte. Wir haben Stress. Okay, Kerzen sind drauf. Dann kommt der Kuchen jetzt auf den Geburtstagstisch. In die Mitte. Das ist nicht die Mitte. Zack, in die Mitte. Das sieht doch cool aus, oder? Süß. Ich mag unser Geburtstagstisch. Okay, und jetzt musst du einmal. Halt, ich muss mir jetzt die richtigen. So, wir gucken jetzt nochmal rein. Die mit den Bömmeln hat Geburtstag und die mit den ohne Haaren. Also, die Utila hat Geburtstag und die Halvig hat Geburtstag. Helfen, Kerzen auszublasen. Wir fangen mit der Utila an. Ich bring mich noch in Position. So, los geht's. Happy Birthday to you. Entschuldigung, kommt hier noch mal jemand? Lea, wo bist du denn? Ach Mann, jetzt ist es hier schon wieder ganz buggy. Mann, oh. Bitte einmal die Utia. Wo ist sie denn? Was? Ach so, sie schläft. Jetzt isst sie erstmal. Dann nehmen wir erstmal das andere Kind. Wie hieß sie? Halvig. Helfen, Kerzen auszublasen. Die Halvig. Kriegen wir das hin, Lea, bevor Lea einschläft? Okay, das funktioniert anscheinend. Dann bringe ich mich hier wieder in Position. Es hat wieder nicht funktioniert, Manno. Helfen, Kerzen auszupusten. Bitte die Halvig. Kriegen wir es hin? Okay, Lea nimmt sich ein Kind. Ich hoffe, es ist das Richtige. Und geht damit jetzt zum Kuchen. So, jetzt bringe ich mich in Position. Okay, es geht los. Yes, an herb. Happy Birthday! Ach du, ach nee, selbstsicher. Okay, alles gut. So, was machen wir ihr? Kreativ, machen wir mental. Okay.
Hallöchen! Du bist die kleine, Entschuldigung. Hi. Du bist die kleine Halbig. Süß. Hallöchen. So, oh, bevor jetzt hier irgendjemand an den Kuchen geht, bitte einmal schnell Geburtstagskerzen hinzufügen. Okay, und die Halbig ist müde. Die schicke ich dann direkt mal ins Bett. So, Lea, wir haben noch eine Mission. Aber ganz schnell Kerzen hinzufügen und helfen auszupusten. Einmal die Utilia, bitte. Los, Lea. Jetzt hat sie sich einen Kuchen genommen. Ich fasse es nicht. Es kann nicht wahr sein. Warum hat sie sich jetzt ein. Funktioniert es trotzdem noch? Nein, es darf nicht wahr sein. Vielleicht geht's trotzdem noch, weil die Kerzen sind ja drauf. Was machst du? Geh weg. Ja, genau. Stell den Kuchen da wieder hin. Ehrlich. So, Lea, bitte. Bitte. Kriegst du es geschissen? Lea? Lea, was? Lea, kriegen wir es hin? Jetzt nimmt sich das nächste Kind. Nein! Du sollst dir keinen Kuchen nehmen, Lea. Bitte. Bitte, kriegen wir es hin. Okay, können wir es einfach ohne machen? Ich habe hier jetzt keinen Bock mehr drauf. Ernsthaft. Ich backe jetzt hier nicht noch einen Kuchen. Funktioniert nicht, ne? Es kann nicht wahr sein. Das funktioniert nicht, Lea. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, du schläfst gleich ein. Aber wir müssen jetzt doch, Kuchen backen. So, ich schicke die kleinen Scheiße ins Bett, damit die mir hier nicht wieder dazwischen funken. Darf nicht wahr sein. Haben die einfach den Kuchen? Oh, Mann, Lea schläft mir doch gleich ein. Es funktioniert doch hier nicht. Okay, Kuchen ist fertig. Halt, stopp, bevor hier irgendjemand rangeht, Geburtstagskerzen hinzufügen. Zack. Und bevor jetzt irgendwas passiert, du wirst jetzt helfen, Kerzen auszupusten. So, scheiß auf den Geburtstagstisch jetzt. So, es geht los. Mana! Oh, Wir haben es geschissen bekommen. Ernsthaft. Wir haben es geschafft. Irgendjemand klopft jetzt hier an. Huch, wir sind wieder verschwunden. So, Lea, und dann gehst du schlafen. Aber ganz flinke Füße. Ordentlich ist sie. Was machen wir draus? Komm, wir nehmen mal hier. Ich. Siehst du cool aus? Hör mal. Bist du eine coole Socke? Hi. Hi. Ist das eine coole Friese, ne? Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Ey, das war jetzt echt anstrengend am Ende nochmal, oder? Also, Lea geht jetzt schlafen. Das war echt super anstrengend. Die beiden sehen soweit okay aus. Hier gibt es schon wieder Hunger. Ich werde dann auch mal das Gemüse verteilen auf die kleine Racker. Halleluja. Wir haben es geschafft. Das war jetzt wirklich anstrengend am Ende. Vor allem, wenn sie jetzt wieder. Da ist der Kuchen. Einfach der Kuchen. Hat die sich den einfach gekrallt? Obwohl da Kerzen drauf waren. Es kann nicht wahr sein. So, Dorothea. Du hast von dem ganzen Stress zum Glück nichts mitbekommen. Ich hoffe, deine Schwester lässt dich jetzt hier schlafen. Kind. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Hier. Nein, habe ich gesagt. Lass deine Schwester schlafen. Oh, jetzt ist sie wach. Grrr. Die machen mich fertig, die kleinen Kinder. Ernsthaft. Warum müssen sie auch immer zur Schwester gehen? Guck mal, hier sind auch so viele andere. Warum müssen sie immer dort? Und jetzt geht sie mit der Torte da. Ich fasse es nicht. Du, dich habe ich gefressen heute. Ehrlich, Beatrix. Dich habe ich heute gefressen. Jetzt isst den Kuchen auch. Los, stopf ihn in dich rein. Du sollst jetzt den Kuchen essen. Guck jetzt so lange zu, bis du den Kuchen aufgegessen hast. Ernsthaft. Diese Kinder. Werd wahnsinnig. Also, wir werden jetzt gar nicht mehr so lange machen, weil Lea ist einfach im dritten Trimester und die Kinder kommen heute. Ich weiß nicht um wie viel Uhr, ich weiß nicht, warum sie nicht richtig schlafen geht. So. Uff. Wir müssen uns einen neuen Typen angeln. Ich brauche von euch die Namensvorschläge, weil im nächsten Part kommen die Kinder und dann geht's wieder rund. Leute, das ist hier echt gerade, uff, anstrengend. Also, ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch einen ganz bezaubernden Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!